Il avait une personnalité, il avait celle qu'on voit sur les photos, celle, mais sa véritable personnalité, ce n'est pas du tout celle que celle-là que je sentais, moi. Comment vous expliquer? Ses très lointains ancêtres étaient pêcheurs à Terre-Neuve, mais il avait un vrai fond de paysan allemand, ne serait-ce que son nom, Dupré, pour l'attester. Il avait gardé aussi une pointe d'accent de cette Normandie qu'il aimait et qu'il a toujours gardé jusqu'à la fin. Je pourrais tenter l'image suivante, c'est vous dire que la musique était pour lui son pâturage, mais en même temps, il a été visionnaire et son orgue était son vaisseau spatial avant l'heure. Und welches Bild haben Sie sich von Marcel Dupré gemacht? Seit seinem 50. Todestag am 30. Mai 2021 haben wir Dupré in unterschiedlichen Schattierungen porträtiert. Dupré Digital ist eine Hommage an einen Menschen und Künstler mit all seinen Ecken und Kanten. Ohne Frage, es wäre noch viel über Dupré zu erzählen, doch mit der heutigen Episode findet die Reise durch den musikalischen Kosmos Duprés ein vorläufiges Ende. Wir haben ein Bild gezeichnet von einem Künstler, der vom Ruhm verwöhnt war, der die Menschen mit seinem Improvisations- und seinem Showtalent für sich begeisterte. Einen Komponisten, der wie ein Chamäleon die musikalischen Einflüsse aufsaugte und in seine künstlerische Sprache integrierte, dessen Schule eine ganze Organistengeneration prägte und der eine starke Frau an seiner Seite hatte, die ihn managte. Wir haben aber auch einen fokussierten Menschen kennengelernt, der sehr darauf bedacht war, seine Karriere voranzutreiben, der auf allen Gebieten der Musik präsent sein wollte und der es mochte, wenn Dinge seine Handschrift trugen. Dies geschah zum einen aus der Motivation heraus, das Erbe der von Vidor und Franck geprägten französisch-symphonischen Orgelschule fortzuführen, aber auch aus persönlicher Eitelkeit. Durch seine Omnipräsenz entwickelte er sich zu einem Übervater im französischen Musikleben. Viele seiner Schüler vergötterten Dupré ihr Leben lang. Anderen fiel es schwer, sich auf seinen Unterrichtsstil einzulassen. Sie konnten sich mit seinem dogmatischen Lehransatz nicht identifizieren und distanzierten sich später gegenüber ihrem ehemaligen Lehrer. Dies hatte auch Auswirkungen auf die nachfolgende Generation, weshalb Dupré nach wie vor insbesondere in Frankreich eine Person ist, an der sich die Geister scheiden. Dupré wollte mit seinen Mitteln die französisch-symphonische Orgelschule, wie er sie kannte, am Leben erhalten. Er gab seine Überzeugungen an seine Schüler weiter und konservierte seine Überlegungen in zahlreichen Schriften. Doch trotzdem ging mit ihm diese Schule auch zu Ende. Sogar sein Schüler Olivier Messiaen, der seinen Lehrer glühend verehrte, sagte einmal, dass er sich keiner Schule verpflichtet fühle. Dupré lebte in einer Zeit, in der musikalisch unglaublich viel passiert ist. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Komponisten auf der Suche nach einer neuen Musiksprache. Auch Dupré probierte sich kompositorisch aus, tat dies jedoch immer in den Grenzen der Tonalität. Er verstand manche freigeistigen Entwicklungen seiner Studenten nicht, wie er auch die ganze gesellschaftliche Entwicklung mit Skepsis verfolgte. In seinen letzten Lebensjahren zog er sich mehr und mehr zurück, sammelte seine Gedanken in teils philosophischen Abhandlungen und entwickelte eine eigenbrötlerische Tendenz. Sein Cousin Pierre Lafont berichtet: Vers la fin de sa vie, Marcel me fit part de ses inquiétudes et de son pessimisme devant la décadence de tous les arts. Il y voyait les signes de la fin d'une civilisation. Il s'affligeait de savoir que la radio manquait à sa vocation éducatrice et formatrice du goût en diffusant 24 heures sur 24 des insanités hurlées dans les micros par des chanteurs et des chanteuses sans voix et sans talent pour satisfaire, paraît-il, la demande du public. Dupré, der die Tradition schätzte, vermisste in der Gesellschaft, in der er lebte, den Respekt vor der Vergangenheit. Er prangerte diese Unachtsamkeit an, vielleicht auch motiviert von der Sorge vor der eigenen Bedeutungslosigkeit, wenn er selbst einmal nicht mehr ist. So schreibt er in seinen Propos impromptus: Il ne manque pas d'hommes dans les deux générations qui me suivent pour s'exprimer et traduire dans leurs œuvres et dans leurs écrits les aspirations de leur âge. Quelques-uns d'entre eux furent mes élèves,
et sont à leur tour des maîtres. Leurs élèves aujourd'hui tâchent de défricher des voies nouvelles. Il en a toujours été ainsi. Ce qui distingue peut-être cette époque, c'est le reniement du passé. Nous devons en tout cas de la gratitude à qui nous découvre une autre manière d'assembler les sons si nous y trouvons un enrichissement expressif. Je considère avec respect celui qui m'offre de la découvrir à sa suite, mais s'il refuse à la musique toute émotion, alors je pense qu'il n'est pas dans le bon chemin. Je ne peux croire à la musique qu'on n'entend pas en l'écrivant, si compliquée soit-elle. L'art n'est plus l'art qui renie le cœur et qu'est une musique si l'oreille lui est superflue. Dupré war ein Grenzgänger zwischen den Epochen. Obwohl er als reisender Konzertvirtuose ein völlig modernes Leben des 20. Jahrhunderts führte, stammt seine musikalische Prägung aus dem 19. Jahrhundert. Diese spürt man in vielen seiner Kompositionen, aber vor allem in seinen Improvisationen. Dupré, der einst als Modernisierer gefeiert wurde, wurde zunehmend als unmodern empfunden. 1958 schreibt er sein Quartett Opus 52 für drei Streicher und Orgel, das 1961 veröffentlicht wurde. Ein Kritiker spricht dem Werk jegliche kammermusikalische Qualität und Eigenständigkeit ab. Mit einer gewissen Gehässigkeit vergleicht er die optische Erscheinung des Notenbilds mit dem César Francs und manche Passagen mit Josef Rheinberger, der, Zitat, so unmodern ist, dass man ihn praktisch gar nicht erwähnen muss. Er fährt fort: Dupré singt die guten alten Lieder der verblichenen Romantik mit offenkundiger Vorliebe für den dekadenten Stil. Derartige Äußerungen stehen exemplarisch für den Zeitgeist und werden Dupré in seiner Kritik am mangelnden Respekt vor der Vergangenheit, aber auch seine Sorge vor dem eigenen Vergessenwerden bestärkt haben. Alle Kritik zum Trotz, ich finde das Quartett ein sehr pfiffiges Werk, das in komprimierter Form Duprés kompositorische Wandlungsfähigkeit widerspiegelt. Ich bin sehr froh, Ihnen diese Komposition mit den drei fantastischen Künstlern Kate Maloney, Christoph Fandori und Johannes König nahezubringen. Wenn Sie übrigens mehr über unsere Künstler und Aufführungsorte erfahren wollen, schauen Sie doch einfach auf unserer Website nach. Thank you.
Auch wenn Dupré eine Figur war, die zum Widerspruch anregt, so sind doch seine Verdienste, insbesondere für die Organistenszene, nicht kleinzureden. So hat er zum Beispiel die Rolle des Orgelvirtuosen und Improvisators, wie wir sie heute kennen, ganz neu belebt und geformt. Il a beaucoup contribué justement à faire de l'improvisation en France ce qu'elle est, c'est évident, et aussi le par cœur. Je pense que c'est important qu'on joue par cœur. Et Dupré a vraiment fait très attention à ça. Le fait qu'on exécute alors qu'on n'interprète pas, donc on joue avec la virtuosité et qu'on joue par cœur quelque part, on se hisse au même niveau qu'un pianiste sur scène. Et c'était une époque, notamment en France, où il y avait encore beaucoup d'orgues dans les salles de concert. Il y avait Pleyel, il y avait Gaveau, etc., le Théâtre des Champs-Élysées. Et les organistes allaient se produire dans ces salles comme un pianiste. Et ça, de ce point de vue-là, c'était quand même assez réussi, il faut le dire. Ja, ich staune immer, wenn ich daran denke, wie viel Dupré in seinem Leben geleistet hat, auf so viele Gebiete seines Faches. Er war sehr diszipliniert und hatte auch eine sehr methodische Arbeitsweise. Wenn er das alles nicht gehabt hätte, dann wäre das nicht möglich gewesen. Er hat jeden Tag genau geplant und sehr viel Ordnung in seinem Leben gehabt. Und man denkt dann, wenn er so viel gemacht hat, dann wird er wahrscheinlich auch sehr wenig Zeit gehabt haben. Aber jeder, der ihn gekannt hat, hat gesagt, er war nie gehetzt, er hatte immer viel Zeit. Und jedenfalls diesen Eindruck machte er. Seine Autorität hat die Orgelwelt des 20. Jahrhunderts dominiert. Und das war für manche sehr schwer und für anderen war das sehr schön. Eine bekannte Aussage von ihm war, rattacher l'orgue à toute la musique, also die Orgel mit die ganze Musik zu verbinden. Und ich glaube, das ist ihm sehr gut gelungen. Durch ihn ist die Orgel wirklich ein vollwertiges Konzertinstrument geworden und er hat das weltweit immer propagiert. Und ich denke, dafür sollen wir als Organisten ihm sehr dankbar sein. Egal, ob man mit alles zustimmt, was er gemacht hat, er war natürlich auch sehr akademisch, sehr streng. Das kann man ihm vorwerfen, aber man kann ihn auch verdanken, alles, was er für uns gemacht hat und was er hinterlassen hat. Thank you.
Nous nous retrouvions plusieurs fois par an. Nous habitions en province, en Anjou, dans les Pays de Loire, et mes grands-parents venaient nous rejoindre pour Noël et Pâques et en septembre chaque année. Et l'été, nous venions ici un mois. Seulement, le soir de Noël ne pouvait avoir lieu que le 25 au soir, dans la mesure où ils devaient jouer les trois messes à Saint-Sulpice. Donc, le soir de Noël était décalé de 24 heures. Ça a été la tradition. Et pour le jour de Pâques, c'était la même chose. Mon père allait les chercher à la gare. Et puis, le lendemain, mes grands-parents et mes parents nous organisaient un spectacle de marionnettes. C'était rituel. Weihnachten ist die Zeit des Jahres, wo auf vielen Notenpulten Dubrés Variation sur un Noël oder sein In Dulci Jubilo aufliegen. Mit unserer letzten Episode so kurz vor Weihnachten überbringe ich Ihnen auch weihnachtliche Grüße unserer Interviewpartner. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten, dass die Freude, die wir alle bei diesem wunderbaren Projekt empfunden haben, durch die Musik auch bei Ihnen weiterwirken möge. Voilà, joyeux Noël à tous et bonne année. I hope everybody who is an aficionado of Duprez and his music, I hope you have a fantastic Christmas. And here's hoping that 2022 is a rather better year for us artistically and for getting together as musicians and performing together than perhaps 2021 has been. Joyeux Noël. À tous. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je souhaite que la musique de Marcel Dupré vous fasse passer une merveilleuse journée. Je vous souhaite à tous un très très bon Noël. Well, a very Merry Christmas from Oxford in England. Alles Gute für Weihnachten und schöne Feiertage. Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Musik von Marcel Dupré. Frohe Weihnachten wünsche ich zusammen mit einem guten neuen Jahr, Gesundheit und natürlich viel Musik. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Noël. À tous les admirateurs de Marcel Dupré, qui fête cette année donc le cinquantenaire de sa mort, je souhaite un bon Noël en écoutant ces variations sur un vieux Noël. Graag wil ik u aan het eind van dit Dupré-jaar van harte een mooi kerstfeest toewensen en alle goeds voor het nieuwe jaar, waarin we hopelijk weer veel Dupré-muziek mogen spelen en beluisteren. Alors je vous souhaite un joyeux Noël. Ich wünsche allen Zusehern und Zuhörern von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.
Wir sind am Ende unserer Reihe angekommen. Dupré Digital wird auf andere Weise aktiv bleiben, denn in den letzten Wochen erreichten mich viele Anfragen nach Notenmaterial. Namphaeas und Resonance befinden sich in den letzten Zügen ihrer Veröffentlichung. Von diesen beiden Werken abgesehen, klären wir aktuell die Veröffentlichung der Musik, die sonst noch im Rahmen von Dupré Digital erstmals vorgestellt wurde. Über unsere Website werden wir Sie zu gegebener Zeit über den aktuellen Stand informieren. Ich möchte Danke sagen. Dupré Digital wurde in einem erstaunlich kurzen Zeitraum geplant und realisiert. Dabei beeindruckte mich, wie unkompliziert sich alle Beteiligten von der Projektidee begeistern ließen. Manch Interviewpartner hat für uns seine privaten Räumlichkeiten geöffnet, inklusive fürstlicher Bewirtung. Online-Interviewpartner haben in ihren dichten Terminkalendern großzügige Zeitfenster freigeräumt, um als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Musikerinnen und Musiker aus aller Welt scheuten nicht den Aufwand, Musik exklusiv für Dupré Digital zu erlernen. Sie alle möchte ich im Abspann noch einmal würdigen. Ohne Ihr Engagement wäre Dupré Digital nicht möglich gewesen. Ebenso danke ich Alice Bratollet und der Association des Amis de l'Art de Marcel Dupré, die ihr Archiv für uns geöffnet und mit Bildmaterial versorgt haben. Vielen Dank auch unseren Sponsoren für ein finanzielles Grundgerüst. Hinter Dupré Digital steht kein großes Fernsehstudio oder Ähnliches. Zwar gab es hier und da externe Helfer, aber im Grunde wurde die Reihe von einem sehr kleinen Kernteam realisiert. Meinen herzlichen Dank an Marion Krall für alle inhaltlichen Beratschlagungen. Michael Leik, der bei den großen Produktionen für den guten Ton sorgte. Jürgen Biefang, der bei der Videoproduktion tatkräftig dabei war und meine nächtliche Hotline bei technischen Problemen war. Den beiden Übersetzern Geneviève Günther und Benedikt Kovac sowie Vincent Menendez, der Dupré seine Stimme lieh. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuschauen, Ihre Rückmeldungen und Ihre finanzielle Unterstützung, die wir so dringend benötigen. Frohe Weihnachten und auf Wiedersehen. Thank you.